wir haben ja jemanden am Start, der hat definitiv auch die Sonne im Herzen. Wenn man ihn fragen würde, welcher Bank er sich anvertrauen würde, dann würde er wahrscheinlich sagen, welcher Park und welche Uhrzeit. Das nennt man wohl richtig Kreuzberger Charme, denn ist seit 10 Jahren schon im Comedy-Business unterwegs, in Berlin gar nicht mehr wegzudenken. Herzlich willkommen, Fasun Ashand. Vielen Dank da drüben, vielen Dank da drüben, vielen Dank zu Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich hergekommen bin als Teil des Pöbels, ja, in die Machtzentrale und die Geldzentrale Berlins und du kommst hier hoch, du bist erstmal ein paar Minuten auf jeden Fall komplett perplex und dann ist mir als Künstler aber aufgefallen, fuck, ich hätte nach mehr Gage fragen sollen, scheiße. Ich meine, ohne Scheiß, ich komme hier hin und du guckst dir das an und denkst, fuck, was sind das für Leute, die hinter diesem Bildschirm sitzen? Und dann stellst du dir vor, okay, das sind wahrscheinlich Leute, die aus ihrem Schlafzimmerfenster gucken und jeden Morgen einen Goldbrunnen sehen, weißt du? Und deswegen brauchst du dann auch so eine Aussicht. Ich meine, das ist so eine Aussicht, die seht ihr hinter euren Computern und denkt, ja, wir sind wieder die Herrscher der Welt. Mhm. Die scheiß Pharmaziefuzis für ein paar Monate dachten, sie sind die Kings, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und irgendwo in der Ecke hast du die fossilen Brennstoffindustrie, die denken, ziemlich süß, vielen Dank, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wie ihr aussieht, ohne Scheiß. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wie ihr alle Fracks und eine Fliege tragt, ja, und alle 20 Minuten ruft einer von euch, Schweinebäuche um 7% gestiegen. Und der Rest sitzt da und sagt, ja, Hussa! Und dann geht ihr zurück und trinkt Cognac und plant, welches dritte Landwelt ihr wieder ausbeuten wollt. Keine Ahnung, das ist ein bisschen bleak, aber das ist meine Art als Pleitegeier in Kreuzberg. Und das ist das Ding. Ich bin das komplette Gegenteil von den Leuten, die jetzt, ich meine, ich bin so pleite, ich habe nicht mal ein Bankkonto. Ohne Scheiß, ich war ein paar Jahre in der Bank und meinte, ich will ein Konto und die haben meine Finanzen gesehen und meinte, sorry, du hast so wenig Geld, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und seitdem habe ich einfach ein Loch irgendwo in Kreuzberg, wo ich mein Geld reinmache und das buddel ich dann zu. Und ich weiß, das sehen jetzt einige Leute aus eurer Branche und denken, ein Loch mit Geld, wie kommen wir da ran? Irgendjemand ruft gerade seinen Chef an, ja, ich hab's gehört, Chef, ja, ein Loch mit Geld. Was machen wir? Wir diversifizieren. Mhm. Wir schicken 1000 unbezahlte Praktikanten nach Kreuzberg und die bullen. Und irgendwann finden wir sein Loch. Das ist ein Numbers Game. Absolut ein Numbers Game. Vielen Dank, falls ihr nicht lacht, kein Problem, ich bin das gewohnt. Wisst ihr, die Pandemie hat einiges gemacht mit uns Comedians, weil du bist schon als Comedian sowieso recht dark in der Annahme, was die Welt angeht. Du wirst sehr schnell zum Pessimisten. Also habe ich mir vorgestellt, ich möchte die Welt manchmal so sehen wie so eine hyperoptimistische Soccer-Mom. Ja, so eine, die in den Raum kommt nach einer Pandemie und fragt, na, hattet ihr eine schöne erste Pandemie? Ha? Hattet ihr eine schöne erste? Habt ihr schöne Geschenke bekommen für die Pandemie? Also Jonathan und ich hatten eine wundervolle Pandemie, ja. Wir haben angefangen mit Gartenarbeit. Mhm. Und das hat uns näher zusammengebracht als Menschen und Lover. Ja. Ja, ohne Scheiß. Jedes Mal, wenn die Kinder auf Xanax vor der Glotze einschlafen, ist Jonathan bei mir im Garten und nudelt mich richtig durch im Gemüsebeet, ja? Go Tigers! Aber das kannst du nicht lange durchhalten, ohne Scheiß. Ich bin, wie gesagt, Berliner Kreuzberger und ich bin einer dieser typischen Berliner. Wie gesagt, ich bin absolut pleite. Ich bin so pleite, ich habe mir letztens einen Salat gemacht, nur aus Zwiebeln. Ja, ein Zwiebelsalat. Mhm. Das ist das einzige Gericht auf der Welt, wo du beim Vorbereiten und Essen heulen musst. Das ist so der Hauptgrund, warum ich in meinem Leben so ein bisschen eine Abneigung entwickelt habe auf Menschen, die sich Sachen leisten können, die ich mir nicht leisten kann. Ich hasse Menschen mit E-Bikes. Elektrische Fahrräder, willst du mich verarschen? Wisst ihr, das Problem ist an elektrischen Fahrrädern und den Ärschen, die draufsetzen, das sind die einzigen Menschen, die Fahrrad fahren und immer glücklich sind. Egal was für ein Wetter, was für ein Terrain, die fahren so durch die Gegend. Bäume, wow. Ich bin ein ganz typischer Berliner Fahrradfahrer. Das heißt, ich bin nie glücklich auf meinem verfickten Fahrrad, okay? Es hat einen einfachen Grund, ich bin vollkommen außer Form. Ich gehöre nicht auf dieses Ding. Der einzige Weg für mich, von A nach B mit dem Fahrrad zu kommen, ist Wut. Ich habe keine Kondition. Ich bin einfach nur die ganze Zeit wütend. Das Schlimmste ist, wenn sich so ein Schnösel überholt auf seinem E-Bike, während du außer Form, außer Atem und wütend bist.
ja, während die ihr Handy an dem fucking Rad aufladen und sagen, ist das nicht cool? Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war, ich wurde mal überholt von einem Typen auf dem E-Bike, während er die Melodie zu Always Look on the Bright Side gesummt hat. What the fuck? Wisst ihr, was ich summe, wenn ich Fahrrad fahre? Das ist die Melodie des Todes, die ich summe, ja? Schlimmste ist, wenn du in Berlin einen Hügel hochfahren musst mit dem Fahrrad. Ja, es gibt zwar nicht so viele Hügel in Berlin, aber die, die wir haben, sind verdammt steil. Ja, in Kreuzköln am Hermannplatz bis Bodinstraße ist so ein Ding. Ich nenne das Teil für mich wie, das ist für mich die Tour de France. Ohne Scheiß, das ist die Tour de France. Alle Etappen in einem fucking Hügel. Der einzige Unterschied ist, da steht keiner am Straßenrand, der dich anfeuert oder dir Snacks gibt. So, ja, nur noch 20 Meter, komm schon! Nein, Mann, da stehen irgendwelche Araber, die verkaufen dir Gras. Und das Problem ist, die sind zu Fuß genauso schnell wie ich auf dem fucking Fahrrad. Ich werde die nicht los. Ja, ich strampel da hoch. Während die mir die ganze Zeit versuchen, Gras zu verkaufen. Hey, Fetti, 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 Fetti. Willst du Gras, Fetti? Komm schon. Und ich bin so. Gemeine Bastarde, ohne Scheiß. Aber auch extrem clever, weil die gemerkt haben, okay, der Dicke braucht kein Gras. Der braucht Luft. Das ist der Hauptgrund, warum mindestens einer von diesen Leuten immer an diesem Hügel steht, wenn ich da ankomme. Und jedes Mal, wenn ich da ankomme, ist er so, hey, Habibi, für 20 Euro schieben wir dich hoch, hä? Und ich weiß, ich esse sehr oft Zwiebelsalate, aber in dem Moment denkst du, ach, fuck, man gönnt sich ja sonst nicht. Auf geht's, yalla, yalla. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Hügel ist der Ort, wo viele Touristen, die neu in Berlin sind, hingehen, um sich Drogen zu kaufen. Ja? Und das sind junge Menschen, gerade mal 20, 21, und die sind nervös. Die sind in einer fremden Stadt, wissen nicht, was die machen sollen. Ja? Gucken die ganzen braunen Menschen, denken sich, oh, verdammt, zu welchen von den braunen Männern sollen wir jetzt gehen? Und dann sehen die mich, einen großen, tätowierten braunen Mann auf dem Fahrrad, der geschoben wird von drei kleineren braunen Männern. Ja? Und für einige Sekunden, für einige Touris bin ich der König der Araber. Ich bin froh, dass Comedy wieder losgeht. Ja, es ist ein ziemlich geiler Gig. Vielen Dank nochmal an die Leute, die es organisiert haben. Vielen Dank. Ich kenne nur die wunderschönen Menschen da drüben, der Rest. Keine Ahnung, aber das Geile ist, ich bin bald so wieder auch unterwegs, auch in Dunkeldeutschland. Ich weiß nicht, es sind sehr viele weiße Menschen da, die haben keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist ein Ort in Deutschland, wo Menschen, die so aussehen wie ich, ein bisschen anders behandelt werden. Und ich habe eine Methode, damit ich viel besser behandelt werde als normalerweise. Und das ist, wenn ich irgendwo in Thüringen oder Sachsen bin, in der Dienstleistung, dann rede ich nur Englisch mit den Leuten. Und ich werde sofort besser behandelt. Weil die mich ansehen und denken, okay, der redet akzentfrei Englisch. Okay, das ist ein Tourist. Ein Ausländer, der bald wieder abhaut. Ja, den mögen wir. Den behandeln wir ziemlich gut. Und es funktioniert. Fuck. Es funktioniert. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das so gemerkt habe für mich, war vor ein paar Jahren. Ich war für ein paar Tage auf einem Comedy-Gig. Und was ich mache, das ist so ein bisschen wahrscheinlich komplett anders, was ihr macht in eurem Leben. Ich muss mindestens 15, 20 Minuten abends nüchtern und sauber genug sein, um zu funktionieren. Der Rest der 24 Stunden, ich wache um 1.30 Uhr auf, ich kiffe sofort und dann bin ich auf der Suche nach einer Bäckerei. Das ist alles, was ich mache. Ich bin stoned und ich kaufe mir für 30 Euro Gebäck. Ihr denkt, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, Motherfuckers, ich. Ich bin stoned und ich esse Gebäck. Und so auch in Dresden. Auch in Dresden. Ich habe eine geile Bäckerei gefunden, eine traditionelle Dresdner Bäckerei. War absolut stoned und komme in diese Bäckerei rein. Und weil ich so froh und fröhlich war, bin ich in diese Bäckerei reingesalzert. Ich bin so, Kuchen, 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 Kuchen und ein wenig Schokomilch und ein wenig Schokomilch. Und ich komme rein, ohne was zu sagen und die Frau hinter der Theke guckt mich so an. Ohne Grund war die sauer und ich habe in dem Moment keine Ahnung gehabt, warum und ich hatte auch keinen Bock, das rauszufinden. Also hat irgendwas in meinem Gehirn gesagt, ach, rede doch einfach Englisch mit ihr. Und mein Vorteil ist, ich habe keinen deutschen Akzent. Ich bin hier in diesem Land mit Schotten aufgewachsen. Das heißt, wenn ich Englisch spreche, dann klinge ich wie ein Schotte. Und ich
guckt die an und die guckt immer noch so grimmig wie vorher. Und ich komme näher an die Theke und drehe meinen Schottisch auf 12, guck sie an und sag: Hast du Gola Viarei? That's a great baker you got here. Fucking fantastic. I truly love it. I truly love it. My name is Seamus McBride. And I'm from Edinburgh. Das Einzige, was du noch brauchst, ist irgendjemand da hinten schreit: Freedom! Und dann ist es schon. Und die wurde sofort anders. Die war so: Ah, willkommen. Willkommen, Seamus McBride. Die war super nett. Die Frau hat mir Sachen umsonst gegeben. Ohne Scheiß. Die hat mir 3 Quarktaschen umsonst gegeben. Ja, da hinten sind die Quarktaschen-Fans. Geil. Die hat mir die Quarktaschen gegeben, weil sie so süß fand, wie ich in meinem Fake-Deutsch versucht habe, Quarktasche zu sagen. Ich war so: I'm sorry, love. What's this? Quarktassie? Quarktassie? Und sie war so: Oh, so cute. Take three. Take three. Ich bin halt, ich nenne mich selber ein spicy German, okay? Ich bin ein Deutscher mit gewissem Hintergrund, um ehrlich zu sein. Geboren bin ich in Afghanistan und wir sind den Anfang der 90er aus Afghanistan als Familie nach Deutschland geflüchtet. Um ganz ehrlich zu sagen, der erste Ort, wo wir hingekommen sind, war der Alexanderplatz. Genau, und deswegen habe ich auch diesen schönen fucking Turm auf. Das Ding ist am Alexanderplatz, der war genauso hypnotisch hässlich damals in den 90ern, wie er heute ist. Und meine Eltern hatten vor, wir gehen jetzt nach Berlin, weil mein Onkel damals hier gelebt hat. Und wir gucken, wo, auf welcher Seite der ehemaligen Mauer wir Asyl beantragen. Und dann kamen wir als Kriegsflüchtlinge am Alexanderplatz an und meine Eltern wussten: Ja, Westdeutschland. Oh fuck, ja, definitiv Westdeutschland. Scheiße. Ich dachte, wir kommen aus einem Kriegsgebiet. Jesus. Wir waren einige Monate in Berlin als Familie und wir Kinder haben in diesen Monaten Deutsch gelernt. Und wir haben so ein altes DDR-Buch benutzt, das hieß Deutsch intensiv. Und das ist die perfekte Beschreibung. Ja, es war Deutsch und extrem intensiv, wenn du es nicht kannst. Ohne Scheiß. Das Buch handelte von einem Typen, der hat ständig in irgendeinem Warenhaus irgendwas gekauft. Erst hat er sich einen Mantel gekauft. Ein paar Seiten später hat er sich eine Übergangsjacke gekauft. Und noch ein paar Seiten später hat er sich einen Anorak gekauft. Und du sitzt da als Kriegskind und denkst: What the fuck, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Was ist das für ein Typ? Warum braucht er so viele Jacken? Ist das ein Massenmörder? Arbeitet er für die Stasi? Ich war wütend und verzweifelt, weil ich keine Ahnung hatte, was der Unterschied zwischen einem Anorak und einer Übergangsjacke ist. Und dann fällt mir auf: Ah, das sind die Gefühlslagen, die du fühlen musst, um diese Sprache wirklich zu verinnerlichen. Ja. Wut und Verzweiflung ist der einzige Weg, Deutsch wirklich zu lernen. Ja, das ist nicht so eine schöne Sprache wie Spanisch. Ja, das ist nicht Zaragoza, das ist Mönchengladbach. Wir sind aber am Anfang nicht in Berlin geblieben. Ja, meine Eltern dachten sich: Fuck this. Ich möchte, dass unsere Kinder aufwachsen wie in einem deutschen Traum. Also haben wir in Westdeutschland Asyl beantragt und wir kamen in so eine kleine, wunderschöne Stadt in Ostwestfalen, ja, Bad Driburg, ein Kurort. Das ist so ein Ort, wo Menschen, die gerade ihre Rente beziehen, ein paar Monate hinfahren, denken sich: jetzt richtig Erholung. Fußbäder und Mineralwasser, das ist, was ich brauche. Und da sind wir aufgewachsen. Es war wunderschön, es war Geborgenheit, es war Sicherheit. Es gab nur einen Moment in meinem Leben, wo ich ein bisschen Panik hatte, in Bad Driburg zu sein. Es war so ein Jahr, nachdem wir in Bad Driburg waren, 1,5 Jahre in Deutschland. Ich kannte die Sprache schon recht gut als Kind. Ja, du sprichst es, du verstehst es auch. Du hast nur Probleme mit der, die das. Aber nach ein paar Jahren merkst du ja, irgendein Spaß hat sich das ausgedacht. Die alle lernen es auswendig. Irgendwann kommt es schon. Und du bist so da und du hast eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Aber es gab diesen einen Moment, wo ich echt Panik hatte. Ich war auf meinem ersten Kindergeburtstag. Meinem ersten Kindergeburtstag in Deutschland. Und es war ein ziemlich cooler Geburtstag, ja. Der Typ mochte mein Geschenk. Die Spiele waren cool. Mein Geschenk fand er ziemlich cool, weil es war ein Quartettkartenspiel. Hier sind ein paar Leute, die sehen älter aus, da hinten. Ihr wisst, wovon ich rede, ne? Ja, Quartettkartenspiel. Das heißt, das ist ein Kartenspiel, wo du verschiedene Sachen miteinander vergleichst, um zu sehen, wer den stärkeren Traktor auf der Hand hält. Und das war's. Das ist alles, was du gebraucht hast. Keine Bildschirme, keine Drogen. Ja? Wir saßen auf dem Boden in seinem Zimmer und haben dieses Quartett-Kartenspiel gespielt und hatten eine Menge Spaß. Und die Mutter kam rein von dem Geburtstagskind. Und die Mutter hatte ein Tablett. Und wir saßen auf dem Boden und konnten nicht einsehen, was da drauf ist. Und die kommt so mit einem riesigen Grinsen, ja, so richtig awkward, weird, und guckt jedes Kind einzeln an. So, hä? Hä?
was zu mir? Was ist hier los? Was hat die da auf dem Tablett? Und dann guckt sie uns alle an und sagt, na, wollt ihr Katzenzungen? What? Ich meine, wie gesagt, 1,5 Jahre, ich verstehe, was sie meint. Ich höre Katzenzungen und in meinem Kopf läuft alles in Zeitlupe ab. Ich sehe nur noch die anderen Kinder, wie sie aufspringen, sich High Fives geben und Sachen schreien wie Katzenzunge, Katzenzunge. Und bei mir spielt es sich im Kopf einfach nur ein riesen Horrorfilm ab. Weil alles, was ich gesehen war, ein steriler, weißer Raum, wo irgend so ein Metzger-Azubi kleinen Kätzchen die Zungen rausreißt und sie dann genervt in eine Tonne reinschmeißt, weil ich schon seit 3 Monaten Katzenzunge entfernen muss. Ohne Scheiß, ich saß auf dem Boden und alles, was ich denke, mein Gott, wir haben das falsche Land ausgesucht. Die sind doch komisch. Und dann senkt die Alte das Tablett und kann sehen, ah, okay. Das ist Milchschokolade in Katzenzungenform. Was schon krank genug ist. What the fuck, Germans. Bevor ich gehe, folgt mir auf Instagram unter Pursun Ajan. Hört meinen Podcast Feelings in Shit und habt viel Spaß bei Frankreich gegen Deutschland. Auf geht's. Vielen Dank. Vielen Dank, Pursun. Vielen Dank, dass Sie sind. Vielen Dank. Also, ich könnte es noch 20 Minuten länger hören, aber wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. Bevor es wieder zum Zwiebelsalat geht, was wir nie hoffen wollen, ja, kann man dich irgendwann live sehen? Also plant ihr jetzt alle wieder so richtig? Ja. Erzählen. Also besonders in Berlin sind viele Bühnen jetzt auf. Ich bin ein Regular im Mad Monkey Room, das ist Danziger Straße 1, genau an der Eberswalder Straße. Ein ziemlich cooler, kleiner Comedy-Club. Von Berliner Comedians, für Berliner Comedians. Dieser Style von Underground. Ingrid und ich sind da. Viele verschiedene, diverse Leute. Das heißt, wenn ihr wirklich Berliner Homegrown Comedy hören wollt, Danziger Straße 1, Mad Monkey Room, jeden Abend Comedy-Shows. Alles klar. Danke, Pursun. Vielen Dank, vielen Dank. Danke dir.